Hallo und herzlich willkommen. Sie labert schon wieder. Was erzählt sie denn? Herzlich willkommen zurück zu... Barbie, bitte, ich rede jetzt. Herzlich willkommen zurück zu Barbie Explorer. Und mal sehen, in welche Hölle mich der blonde Teufel diesmal schickt. Wir sind der Tibet noch nicht fertig. Ja, wir brechen nach Tibet auf. Yay. Hochgebirge. Hochgebirge. Sehen wir uns die Missionsbeschreibung für diesen Ort lieber nochmal an. Hochgebirge. Wir gehen ins Hochgebirge, weil das das Einzige ist, was jetzt gerade Sinn macht, oder? Wolltet ihr nicht auch schon mal immer mit Barbie ins Hochgebirge? Nein? Kann ich gar nicht verstehen. Also, das ist mein Künstler... Ach, das war der Scheiß mit diesen scheiß Eisschollen, oder? Oh nein! Wieso mache ich denn das freiwillig? Oh Gott, warum? Warum nur? Pecorino, warum? Oh Gott, und ich kann schon wieder nicht mehr. Ich habe zu lange nicht gespielt. Ich merke schon, ich bin total ungeübt. Ah, schnell, ich habe nur noch 74 Sekunden. Ist doch gar nicht so wenig eigentlich. Oh Gott, wie ich keinen Bock auf den Scheiß habe, ehrlich gesagt. Eigentlich gar nicht. Eigentlich würde ich viel lieber irgendwas anderes machen. Nein, Quatsch. Ich bin natürlich froh, dass wir ein bisschen hier weiterspielen können. Und ich freue mich auch, dass ihr wieder da seid. Hallo, meine lieben Freunde. Und dass ihr mich hier bei dem Drama, das ich durchleben muss. Und ich jammere ja nicht gern, aber in diesem Fall ist es absolut angebracht, würde ich mal sagen. Da rechts ist irgendwie eine Treppe. Achso, ich muss da rechts rüber. So war das, genau. Dann von hier. Hä? War ich nicht weit genug drüber oder was? Hä? What the hell? Ah ja, war ich anscheinend nicht weit genug drüben. Ach, ich muss da gar nicht hin. Ach so. Ach, ich muss da gar nicht hin. Das ist nur wegen dem komischen... Mein Gott, Pecorino. What the hell? Die Musik ist auch wirklich faszinierend. Und Barbie macht sich die Schuhe sauber. Das ist sehr schön. Da kommt Freude auf, denn wenn Barbie sich die Schuhe reinigt... Ach, das sorgt für Stimmung. Oh Gott, sie ist gesprungen, Gott sei Dank. Ach nein, oh Gott, das war hier meine Hassstelle, ne? So, okay, ja, dann darauf. Aha, okay. Also da kann man anscheinend nicht drauf laufen, sondern man muss springen. So, okay, und aushören. Aha, ja, okay, ich hätte es fast geschafft. Aber ich bin noch... Oh, fuck. Aber ich bin ruhiger als beim letzten Mal, oder? Ihr merkt es schon? Der Pack. Er ist total in seiner inneren Mitte. Das liegt daran, weil ich Urlaub hatte. Da bin ich etwas ausgeruhter. So, und da fange ich nicht immer gleich an zu fluchen. Ha, aber fast. Also ich habe schon die Ader macht sich schon auf meiner Stirn bemerkbar, ne? So langsam. Puh, okay. Hey. Das macht ja richtig Spaß. Na, und ihr? Habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Na? Scheiße! Okay, ruhig bleiben. Hey, Pecky. Alles cool, ist doch nur ein Spiel. Ist doch nur Barbie. Barbie tut doch nichts. Barbie macht doch nichts. Die beißt doch nicht, ne? Ach, nur noch 18 Leben. Na, das ist schön. Okay. Mhm. Wenn du nach vorne springen würdest vielleicht, Mädchen, dann wäre das alles vielleicht... Weißt du, da macht sie's. Da, wenn ich dann nach vorne springe, dann geht's. Aber ansonsten... Fuck! Okay, warte mal. Ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig. Puh. Aber weil die Steuerung halt auch so total affig ist, dass man immer so eskalieren muss. Weil man immer hier so hin und her dreht, weil... vielleicht hat es keine Gamepad-Steuerung? Nee, es hat keine Gamepad-Steuerung. Weil da könnte ich ja mit dem Analogstick auch schräge Sprünge machen. Ne? Die Sache ist halt echt die, dass die Frau nicht das macht, was man ihr sagt. Und dass ich ja nicht diagonal laufen kann. Und dann springt sie nicht, weil dann wäre es ja drei Tasten drücken. Und ihr wisst ja, was bei drei Tasten drücken funktioniert. Hä? Ach Gott. Ach. Okay, Peggy, ruhig bleiben. Na? So, schön hier rüber und... Ach, wieso geht denn das nicht? Meine Güte, wieso geht das nicht? Ah! Wow. Ja. Ja, nein, wieso nicht? Was habe ich nur getan, dass ich so bestraft werde? Okay, gut. Wir versuchen es weiterhin, ne? Es ist ja nicht so, als... Okay, noch 5 Leben. Alles gut, kein Problem. 5 Leben. 5 Leben. 5 Leben!
Ja, vier Leben. Ja, das vier Leben ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich konzentriere mich mal. Ja, ja. Ah, das war fast schon gut. Da war ich schon drauf. Da habe ich schon mit der Zehenspitze habe ich schon den Stein angekratzt, kann man sagen. Okay, Peggy. So langsam geht's in die Substanz, ne? Also, ja. So, okay, schön, schön, schön. Gut, dass sie gesprungen ist. Gut, dass sie genau das macht, was ich drücke, ne? Noch ein Leben. Das letzte Leben, ja. Noch ein Leben. Und das war's. Willkommen bei Barbie Explorer. Drück jetzt, wenn du ein gespeichert. Hier kannst du ein. Wir haben noch nicht mal das erste fertig. Benutze die Pfeil Ägypten. Wie überrascht, die sagt Ägypten. Afrika. Ägypten. Ja. Tibet. Oh, Tibet. Und ich schaff's in Tibet nicht mal übers zweite Level. Ja. Ich brech dir alle Beine in Tibet. Sei bloß ruhig, Mädchen. Sei bloß ruhig. Ich muss es ja in der anderen auch noch schaffen, überhaupt da durch dieses komische Schlossding da durchzukommen, wo ich beim letzten Mal ausgesperrt wurde. Ah, spring halt dann. Das kann aber nicht wahr sein, echt, ey. Ah, ja. So, heute noch. Ganz ruhig. Wir machen das Ganze in Ruhe. Wir haben ja keinen Stress. Oder Zeitdruck oder sonst irgendwas. Nein, wir machen das einfach ganz, ganz entspannt und cool. Ne? Trinken einen Tee dabei. Und gucken uns das Ganze in Ruhe mal an, wo wir hier vielleicht so ein bisschen lang springen. Ach, schön, ich bin runtergefallen. Das ist gut. Ich wollte eh runter. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht darüber. Ich will lieber unten in diesen grünen Stein, auf dem ich eigentlich auch laufen könnte, aber sie macht's irgendwie nicht, die gute Frau, die junge Dame, ne? Barbie, ne? Du bist halt dann doch nicht so der gute Forscher vielleicht, ne? Vielleicht bist du mehr so der Mittelklasse-Forscher. Ach, sieh an. Ich bin runtergefallen. Das ist. Ach, schon wieder, ja? Und bald ist die Plattformbremse vorbei? Tatsächlich? Oh, und wieder springt sie nicht. Das ist erfreulich. Das sind wirklich. Ach, Barbie, weißt du, wenn du nicht springen möchtest, dann brauchst du gar nicht springen. Das ist schon okay. Streck dich ruhig noch ein wenig. Du bist sicherlich müde von der vielen Kletterei. Und der vielen Nichtspringerei. Oh, fuck! Da hätte ich ja draufbleiben können. Nein! Wie soll ich das denn jetzt schaffen, wenn ich es vorhin mit der mindestens doppelten Anzahl an Lebenspunkten nicht geschafft habe? Ja? Hass. Wir haben es bis nach Tibet geschafft. Ja, aber in Tibet ist leider Ende. Ägypten, wir kommen. Ach Gott. Unser Ziel ist das Land der Pharaonen. In einer der Pyramiden soll eine Smaragd-Skarabäus-Brosche versteckt sein. Mhm. Wir müssen einen Weg durch die Pyramide suchen und die Brosche wiederfinden. Ja. Drück die Eingabetaste, um weiterzumachen. Es gibt einen Wächter, das Nilkrokodil, und die Tiere sind Kamele. Treibsand und Staubwirbeln aus dem Weg gehen. Okay, danke, liebes Briefing. Die Wüste. Ja, ja. Oh, Barbie in Shorts. Hat sie nicht schon die ganze Zeit Shorts an? Ich weiß nicht. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich war mehr damit beschäftigt, alles zu hassen. Ja, links, rechts. Okay. So weit, so gut, ne? Das erste Level geht ja immer leicht. Das war bis jetzt ja noch nie das Problem. Kann ich da hoch? Nee, okay. Also zurück. Und dann da entlang. Ganz in ruhig, ne, Peggy? Die ägyptische Sonne hier. Ach Gott. Ich wollte gerade schon eskalieren. Gepaart mit dieser wundervollen ägyptischen, landestypischen Musik. Das freut mich. Und auch die Kamera. Ja, da gibt es eine Menge Sanddünen und Treibsand. Lauf da bloß nicht rein, Papi. Oh, oh! Oh no, oh nein, der Wirbel. Oh, oh nein, ein Kamel, oh nein. Da war das Kamel, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, das Kamel? Und ich bin hier voll ausgewichen. Ich bin Kamel Hunter. Ich bin großer Kamel. Was? Okay.
Ja, was, was? Ah, ein Schlüssel. Hey. Habe ich vielleicht in dem anderen Level den Schlüssel nie gefunden? Damit ich dann unten durch die, durchs Tor durchkomme? Was ist das? Was ist das? Warum ist da so ein Ding hier? Oh, kein Mensch weiß es. Dann ist es halt einfach nur ein Hindernis, oder was? Ich habe es gerade nicht so gerafft, warum hier so eine pharaonische Vase. Oh, da liegen sie auf dem Boden. Jemand hat die Vasen umgeworfen. Wer macht das? Wer war das? Wenn die Kamera nicht so total gay wäre, dann würde ich auch sehen, wo ich lang laufen muss. Aber so sehe ich halt leider gar nichts. Roll. Ja, ja. Okay. Oh, guck dir mal an, wie viel Leben ich habe. Das ist total. Jetzt habe ich ein Schild, aber ich weiß noch nicht so genau für was. Ah! Okay, Glück gehabt. Das war wirklich nur. Das war nur Glück. Links ist eine Truhe. Müssen wir da lang? Ich bin nicht sicher, ob ich links zur Truhe muss. Es gab ein Leben. Das mit den Leben finde ich ja okay. Andererseits irgendwie auch nicht, weil wenn ich die Leben dann sowieso nicht mitnehmen kann ins nächste Level, dann bringen mir die doch nur für dieses Level etwas, oder? Sehe ich das richtig? Okay, das sieht also wie eine Oase aus, ja? Wenn Barbie das sagt, die wird sie wohl wissen. Die ist ja Explorer. Ja, kann ich jetzt... Da liegt den Hebel um. Und dieses sieht genauso aus wie bei Tomb Raider, wenn Lara Croft einen Hebel umgelegt hat. Da steht der Karren. Oh, was ist hier drin? Da waren schon wieder... Oh, wie viel Leben ich habe. Peggy. Concentration. Aha. Da war ein Stück Papier im Weg. Was ist das? Ich dachte, könnte ich irgendwas machen. Das ist nur ein Deko-Artikel. Der kaputte Wasserhahn, wie er tropft. Oh, oh, wie er tropft. Seht ihn euch an. Der arme Tropf. Der Wasserhahn. Total verstopft. Zehenspitzen. Was? Was soll ich mit Zehenspitzen? Ah, ich bin größer, oder was? Bin ich da... Aha. Okay. Ich verstehe es noch nicht gerade. Boah, voll drüber gerollt. Habt ihr gesehen, wie krass ich bin? Ja. Ah, so einfach wär's ge... What the fuck? Wieso geht's denn jetzt nicht drüber? Ah, okay. Nee, ich hab's nicht... Ich hab nicht genau gerafft, weil man... Ich hab nicht genau verstanden... Ich habe nicht genau verstanden, wann sie springt und wann nicht. Aber vielleicht ist es ja so, dass ich, wenn ich mehr als 30 Leben habe, die ins nächste Level mitnehmen kann. Oder? Kann das sein? Ah, ich weiß nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit darauf, dass ich das mal irgendwann schaffen werde, ist eh sowieso gleich minus 300.000. Oh, Sprintschuhe. Laufschuhe! Yay! Schnell! Schnell! Ach, scheiße! Komm schon! Ah, los! Sebastian, lauf! Ich musste gerade an Sebastian die Krabbe denken von Ariel. Ich weiß nicht direkt warum. Glückwunsch! Du hast dieses Level abgeschlossen. What the fuck? Ich bin so krass drauf. Nee, Alter, ich speichere. What the hell? Ja, Mann, speichern, überschreiben. Boah, ich bin der Geilste.